Er ist dafür bekannt, dass er angeblich so sicher bewährte Weisheiten der Geldanlage aufs Korn nimmt und sie manchmal regelrecht zertrümmert. Auf dem Kapitalgipfel 2019 hat er sich die sogenannte Sachwertanlage vorgenommen und Irrungen und Wirrungen analysiert. Ich begrüße Gerd Kommer. Er ist Geschäftsführer von Gerd Kommer Invest, die als Vermögensverwalter und Honorarberater fungiert. Herr Kommer, zunächst einmal, bitteschön, was ist eine Sachanlage im Einzelnen? Beim Rohstoff Gold kann man sich das irgendwie richtig vorstellen. Das kann man ja anfassen und sich ins Depot oder unter das Kissen legen. Und wenn ich eine Aktie kaufe, wird es ein bisschen schwieriger und bei einer Unternehmensanleihe noch schwieriger. Genau, ja. Also Sachwertanlagen kann man gar nicht so gut definieren, wenn man sich mal genauer mit dem Thema beschäftigt. Aber das, was gemeinhin von der Finanzbranche, in Finanzratgeberbüchern, von Finanzbloggern als Sachwertanlage aufgezählt wird, wenn Sie so wollen, das sind Aktien, das sind Rohstoffe, das ist Gold und das sind vor allen Dingen Immobilien. Was als Nicht-Sachwertanlage, also Paper Assets, Neudeutsch, es gibt gar keinen spezifischen Begriff für Nicht-Sachwertanlagen gelten. Das sind Bankguthaben, das sind Unternehmens- und Staatsanleihen und das sind zum Beispiel Kreditforderungen. Ne? Ich könnte Ihnen ja auch privat einen Kredit geben. Also da gibt es die Sache, da gibt es den Wert und irgendwie wird ja immer suggeriert, Sachanlage sei besonders sicher. Die Frage ist, was ist der Wert wert? Was ist der Wert wert? Also letzten Endes das, was im Markt dafür bezahlt wird. Und wenn man das ein bisschen theoretischer betrachtet, ist das einfach der abgezinste Cashflow, die Dividenden bei Aktien oder der Kapitaldienst bei Anleihen. Also das ist so das theoretische Modell. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie diese Werte oder Renditen schwanken und verschiedene Assetklassen, Vermögenstypen untersuchen, auf der einen Seite Sachwertanlagen, auf der anderen Seite Nicht-Sachwertanlagen, dann, Herr Jünemann, werden Sie feststellen, dass Wertstabilität zum Beispiel, also Risiko, da gibt es keinerlei Regelhaftigkeit im Sinne von Sachwertanlagen sind stabiler als Nicht-Sachwertanlagen. Gold zum Beispiel ist extrem instabiler Wert, hat enorm hohe Verluste schon erlebt in den letzten 50 oder 100 Jahren. Immobilien haben Verluste erlebt, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Geldmarktanlagen, Bankkonten oder Staatsanleihen, Unternehmensanleihen betrachten, dann sind diese Verluste in der Regel geringer. Ja, also wenn Sie die 150 Jahre nehmen, dann haben wir natürlich auch Kriege dazwischen. Und für die Sachwertanlage wird immer wieder herangeführt, beispielsweise, dass man nach einem Krieg bei der Beteiligung an einer Firma durch eine Aktie noch was hat und bei der Staatsanleihe dann meistens nichts mehr. In diesem speziellen Fall ist das richtig. Also da passt sozusagen Sachwertanlage, Nicht-Sachwertanlage in Bezug auf langfristige Wertstabilität. Aber in anderen Fällen passt nicht. Nehmen wir mal Immobilien. Das sind ja wirklich die allerklassischsten Sachwertanlagen. Wenn Sie in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, den Sie gerade angesprochen haben, eine Immobilie besessen hätten, dann ja, also hätte diese Immobilie im Krieg beschädigt werden können oder zerstört werden können. Ich glaube, 30% aller deutschen Immobilien wurden im Krieg beschädigt oder zerstört. Und alle Immobilien in den Ostteilen Deutschlands, spätere DDR oder Ostgebieten, die sind im Wert natürlich zu 100% beschädigt worden, weil sie enteignet wurden. Mhm. Also auch hier stimmt die Theorie, Sachwertanlagen sind über so Schwerkrisen wie Kriege hinweg stabiler als Nicht-Sachwertanlagen, nicht notwendigerweise. Ein weiteres Argument ist die Inflation, Inflationsschutz. Man sagt also, Aktien sind inflationsgeschützter, weil sie eben in Inflationszeiten dann stärker steigen als Anleihen, wo man dann eben eine Inflation hat, die deutlich höher ist als die Zinsen, die gezahlt werden. Wie sieht es damit aus? Stimmt leider auch nicht, Herr Jünemann. Nehmen wir mal die 70er Jahre, das war ja bekanntlich eine Hochinflationszeit. Die Zeit von 1970 bis 1979, um es konkret zu sagen. Und in dieser Zeit haben Aktien weltweit, gestreute Aktien, aber auch deutsche Aktien, deutsche Geldmarktanlagen oder deutsche Staatsanleihen, mittelfristige deutsche Staatsanleihen, deutlich unterperformt. Jetzt haben wir eine 10-Jahres-Periode mit sehr hohen, für deutsche, aber auch internationale Verhältnisse, hoher Inflation. Und in dieser 10-Jahres-Periode ist es genau umgekehrt. Also was stimmt denn nun? Es stimmt eben nicht, dass Sachwertanlagen notwendigerweise Inflation ausgleichen. So, jetzt bin ich als Anleger natürlich ein bisschen ratlos. Was soll ich machen? Soll ich mir Sachwerte in Form von Aktien ins Depot legen? Oder wie mache ich das jetzt am besten? Denn ich will ja weiterhin eine Geldanlage, die mir dann eine Rendite bringt, machen.
Ja, die Antwort auf diese Frage ist, Sie sollten vermutlich ein breit gestreutes Depot haben mit unterschiedlichen Assetklassen, also unterschiedlichen Vermögenstypen und so weiter. Die Quintessenz aus meinem Vortrag heute, und wir werden dazu auch noch einen differenzierten Blogbeitrag veröffentlichen Anfang März, ist einfach die, dass wenn Sie vor der Frage stehen, wie soll ich investieren, die Unterscheidung Sachwertanlage, Nicht-Sachwertanlage nicht nur hilft, sie führt in die Irre. Also zuerst einmal geht es darum, Fehler zu vermeiden und nutzlose Begrifflichkeiten außen vor zu lassen. Und dann kann ich danach vielleicht das Richtige tun. Also die Antwort auf Ihre Frage kann ich Ihnen so in einem Satz nicht geben. Wie sollen Sie investieren? Aber die Antwort, dass Sie dabei die Unterscheidung Sachwerte versus Nicht-Sachwerte ignorieren sollten, die kann ich sehr wohl geben. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also, der entscheidende Punkt ist, was bezahlt der Anleger und was bekommt er am Ende davon? Und das ist die Rendite, um die geht es und nicht eben ein Konzept wie Sachwertanlage. So viel haben wir gelernt.